Hallo Jena, ich habe heute drei Themen und eine Ankündigung für Sie aus der vergangenen Woche am Wochenende. Samstag und Sonntag war der 33. inzwischen, der 33. Paradies-Triathlon. Eine feste Tradition hier im Sportkalender unserer Stadt und wahrscheinlich eine der Sportveranstaltungen mit dem meisten Zulauf auch bundesweit. Es waren aus allen 16 Bundesländern Athletinnen und Athleten da. Der Triathlon hat einen neuen Rekord aufgestellt. 1200 Teilnehmer insgesamt über das Wochenende. Das ist weit, weit mehr als jemals zuvor da gewesen sind. Und der Paradies-Triathlon ist damit auch mit Abstand das größte Triathlon-Event, also der größte Triathlon-Wettkampf hier in Thüringen. Ist verbunden gewesen mit im Jugendbereich mit den deutschen Meisterschaften, die hier ausgetragen worden sind. Und für uns in Jena, das Interessante ist aber auch, dass es auch ein Jedermann-Triathlon ist. Also jeder kann mitmachen. Das heißt zum Beispiel auch ein Oberbürgermeister darf teilnehmen. Macht er auch. Hat er wieder gemacht diesmal. Also es macht Riesenspaß. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder bei einer Staffel teilnehmen. Da muss man nicht alle drei Disziplinen machen, sondern kann sich entscheiden. Drei Teilnehmer, einer schwimmt, einer fährt Rad, einer läuft. Oder man macht die kurze Distanz. Oder man entscheidet sich für das, was hier Sprint genannt wird, was dann die klassische Triathlon-Distanz ist. 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad und 5 Kilometer laufen. Ja, und das ist wie immer bei super Wetter gewesen. Es ist wie immer super organisiert gewesen. Da auch ein Riesendank allen voran an Matthias Weißbrot, der das in der Gesamtleitung koordiniert und verantwortet hat. Danke auch an den Triathlon Jena e.V., der das wie immer wunderbar auf die Beine gestellt hat und vor allen Dingen an die vielen Freiwilligen. Da waren etwa 250 Freiwillige dabei, die an der Strecke gewesen sind und überall gewirbelt haben, um das alles abzusichern. Ein ganz, ganz fantastisches Sportevent. Eingeleitet schon am Freitagabend mit einem Empfang für die Athletinnen und Athleten im Planetarium. Das kam sehr gut an. Das haben wir gehört, wenn man so zwischen den Reihen sich bewegt, wenn die jungen Leute sich unterhalten haben. Da war richtig gute Stimmung. Ja, und auch die Sportanlagen hier mal in Seitenblick und in Lob in Richtung KIJ. Also da sind generell Sportlerinnen und Sportler, wenn sie zu bundesweiten Wettkämpfen herkommen, die hier in Jena ausgetragen werden, fasziniert und begeistert von der Qualität unserer Sportanlagen. Und dann hört man sehr oft, eine Stadt mit nur 100.000 Einwohnern, wir sind ja nur eine kleine Großstadt, Respekt, dass die sowas da hinstellen, ist schon stark. Und da auch wirklich mal Danke an alle Kolleginnen und Kollegen bei KIJ. Es ist natürlich wieder verbunden gewesen, auch weil die Radfahrer ja eine große, lange Strecke brauchen mit der halbseitigen Sperrung der Stadtroder Straße. Das hat, soweit ich das wahrgenommen habe, aber sehr gut funktioniert für die zwei Tage. Wenig Ärger deswegen. Also insgesamt wieder eine runde Sache und zur Schnapszahl zum 33. wirklich eine gelungene Veranstaltung. Vielen, vielen Dank an alle Athletinnen und Athleten und vor allem an die Ausrichter. Dann am Montag, das ist ein Thema, von dem hatte ich Ihnen hier schon mal berichtet, weil wir da schon mal eine Pressekonferenz dazu gemacht haben, die Eröffnung der Jena Digitalwerkstatt oder wie wir sie in Neudeutsch nennen, der Jena Digital Innovation Hub, also das Zentrum für Digitalität, Digitalisierung und Innovation. Ein Mix aus, wir bringen der Bevölkerung das Thema Digitalisierung näher, aber auch Unternehmen, für die das Thema Digitalisierung auf der Tagesordnung steht und die da aber vielleicht eine Frage haben oder sich austauschen wollen mit anderen. Wie habt ihr das gemacht? Auch ein Anlaufpunkt. Und dieser Innovation Hub ist auf die Beine gestellt worden von der Stadt, der Wirtschaftsförderung insbesondere. Hier ein Riesendank an Dominik Dölz, der das alles in der Vorbereitung und auch im Betrieb jetzt managt und koordiniert. Ganz wunderbar. Aber das Ganze eben gemeinsam mit der Digitalwirtschaft, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich hier selbst mit eigener Zeit, auch mit eigenem Geld engagieren, wöchentliche Showfixe machen schon seit Monaten, um
sich zu dem Thema abzustimmen und dann auch mit dabei sind in der personellen Absicherung in dieser Digitalwerkstatt, dass dann auch jemand da ist, wenn Besucher kommen. Also das ist ein ganz wunderbarer Ort, der hier auch entstanden ist, ein Anlaufpunkt, wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigen will, man es quasi zum Anfassen kriegen will. Das ist ja mit der Digitalisierung manchmal so eine Sache, schwer greifbar. Wie stelle ich mir das vor? Wo kann ich da einen Finger drauflegen? Und da haben wir jetzt einen Anlaufpunkt im Postkarree, also auch mitten in der Innenstadt. Und das Ganze wird ausgebaut werden zu einem Dreieck für das Thema Digitalisierung. Im September werden wir den Probierladen eröffnen, der niedrigschwelliger das gleiche Angebot auch vorhalten will, auch zum Thema Digitalisierung sensibilisieren, informieren. Und der wird sich dann wirklich auch an die breite Bevölkerung richten mit ganz basalen Themen auch. Also zum Beispiel, wenn die Seniorin oder der Senior oder jemand, der mit dem Thema Digitalisierung noch gar nichts zu tun hatte, sich mal irgendwie grundinformieren will, wird es auch diesen Anlaufpunkt geben. Und drittens, direkt gegenüber, schräg gegenüber, die Ernst-Abbe-Bibliothek ist ja auch ein Punkt, den man ansteuern kann, nicht nur für Bücher, sondern auch für das Thema Digitalisierung kann man auch dort sich informieren. Also wir haben dann wie so ein Dreieck mitten in der Innenstadt für dieses Thema und es ist wichtig, dass es eben auch einen physischen Ort gibt, zu dem man gehen kann, an dem man sich auch treffen kann, austauschen kann. Das wird schon sehr interessiert beobachtet, auch von jenseits Jena, was wir mit diesem JEDI, wie wir es genannt haben, Jena Digital Innovation Hub, denn in Zukunft so machen werden. Wir haben uns alle sehr gefreut bei der Eröffnung, auch die Vertreterinnen und Vertreter der Digitalwirtschaft, dass es jetzt losgeht. Und ja, ich wünsche dem JEDI viel Zulauf, viel Kundschaft und viel Austausch und gegenseitige Befruchtung, die dort stattfinden wird. Ja, und das dritte Thema ist eines, das auch schon seit mehreren Jahren läuft, das jetzt aber quasi den nächsten Meilenstein genommen hat. Und deswegen will ich Ihnen das auch kurz näher bringen. Wir haben am Mittwoch darüber berichtet, eine Pressekonferenz, die wir im Stadion gemacht haben beim FCC, weil wir mit dem Projekt CityCard einen großen Schritt nach vorn gegangen sind, gemeinsam mit dem FCC. Sie wissen ja, die CityCard, die wir ins Leben gerufen haben, gemeinsam mit der Sparkasse, die Wirtschaftsförderung ist hier federführend mit gewesen für die Stadt, dass wir ein Tool haben wollten, ein Instrument haben wollten, um, als die Corona-Pandemie noch nicht ganz vorbei war, den Branchen, den Geschäften besonders zu helfen, die darunter am schwersten gelitten haben, die am schwersten betroffen waren. Also insbesondere die kleinen, die inhabergeführten Geschäfte der Gastronomie, der Hotellerie, des Kleingewerbes und insbesondere diejenigen, die dafür sorgen, mit dafür sorgen, dass unsere Innenstadt, aber auch die Stadt allgemein so liebenswert und lebenswert bleibt. Also das kleine, schöne Geschäft, wo es feine Sachen zu kaufen gibt, wo man auch mal beim Flanieren kurz anhält, um mal nur zu gucken, aber gerne natürlich auch, um einzukaufen. Und das sind genau diejenigen, die es im Ausgang aus der Corona-Pandemie und jetzt auch mit den Folgen des Ukraine-Kriegs besonders schwer haben. Und die CityCard als eine Art Einkaufsgutschein, der eben gebunden ist an die Geschäfte, die als Akzeptanzstelle mitmachen, als ein Instrument der lokalen Wirtschaftsförderung. Wir wollen Kaufkraft hierher ziehen, Kaufkraft hier halten, mit dabei helfen, dass nicht alles im Online-Geschäft passiert, oder dass man sonst wohin fährt in die großen Outlets, sondern dass man sein Geld hier in Jena, inzwischen auch im Saale-Holzland-Kreis, auch da gibt es inzwischen viele Akzeptanzstellen, dass man sein Geld dort lässt und damit die Branchen stärkt, die das im Moment als Unterstützung brauchen. Und wir haben damals gesagt, als das losging, wir wollen nicht so ein Strohfeuer abfackeln, wie das an vielen anderen Stellen in Deutschland gemacht wurde, dass man einen Einmalgutschein aufgelegt hat und dann hat die Stadt mal eine 500.000 Euro auf den Tisch gelegt und die war ein Vierteljahr später, war das alles ausgegeben und verpufft. Sondern wir haben gesagt, wir bauen da drei Säulen. Eine ist so ein Einmalgutschein, den man als Geschenk verschenken kann. Das andere aber, und das Wesentliche, ist ein Arbeitgebergutschein oder eine Arbeitgeberkarte, wo der Arbeitgeber im Interesse der Arbeitnehmerbindung, Arbeitnehmermotivation für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Teil des Gehaltes in Form des steuerfreien Sachbezuges auf diese Karte aufbuchen kann. Das ermöglicht der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, dass man bis zu 50 Euro monatlich quasi auf die Seite legt, auf diese Karte schiebt und diese 50 Euro bleiben dann steuerfrei. Das ist der Gag dabei, das haben sich die Tarifparteien so überlegt.
Und diese 50 Euro steuerfrei kann man ansummieren bis, ich glaube, 250 Euro können maximal auf dieser Karte drauf sein. Dann muss man es ausgeben, noch mehr geht nicht drauf. Und das trägt man dann eben in genau die Geschäfte, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da sind wir dabei, immer mehr Akzeptanzstellen zu finden, also immer mehr Läden, wo man dann auch hingehen kann und dort dann quasi wie mit der EC-Karte bezahlen kann. Und es gibt auch immer mehr Arbeitgeber, die sich beteiligen und dieses Instrument für ihre Kollegen anbieten. Die Stadtverwaltung tut das auch. Inzwischen nutzen das schon etwas über 1300 Kollegen hier in der Stadtverwaltung sehr gern. Und genau darum geht es. Das Modell, damit es sich selber trägt, das soll zuschussfrei laufen, braucht eine gewisse Größe, eine gewisse Masse. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass das funktioniert. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist zum einen, dass der FCC mit seinem Fanshop auch zur Akzeptanzstelle geworden ist. Also auch im Fanshop können Sie jetzt mit der Citycard einkaufen. Und vor allem hat der FCC ein bargeldloses Bezahlen mit der Citycard im Stadion. Auch in der Sparkassenarena gibt es das bargeldloses Zahlen eingeführt. Also wenn man dort ein Bier oder die Bratwurst haben will, auch den Eintritt kann man bargeldlos abwickeln. Sehr bequem, sehr sicher. Und das Ganze ist auch kombinierbar mit dem Mitgliedsausweis beim FCC. Also da kann der Mitgliedsausweis dann auch das Layout der Citycard bekommen und auch den Chip bekommen, den die Citycard hat, damit man eben da bargeldlos bezahlen kann. Und das ist wirklich ein Meilenstein. Es war von Anfang an so vorgesehen, dass es diese drei Säulen gibt, also der Gutschein zum Verschenken, die Arbeitgeberfunktion und eben dieses Cashless Payment im Stadion und in der Sparkassenarena. Und insofern ist das Modell jetzt komplett. Ich freue mich sehr, dass der Fußballclub da jetzt mit eingestiegen ist. Und dann werden wir sehen, wie in diesem Dreiklang sich die Citycard in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickelt und noch mehr Masse zusammenkriegt, sodass am Ende noch mehr Geschäfte dabei sind. Es sind jetzt schon über 100, wo Sie mit der Citycard einkaufen können. Ja, das ist ein schöner Meilenstein gewesen. Und dann habe ich jetzt als letztes Thema noch eine Einladung, einen Aufruf, sich zu bewerben. Wir sind dabei, gerade wieder den Jenaer Fassadenpreis auszuloben. Die Bewerbungsfrist, wer sich bewerben möchte, endet am 27. September. Also es ist noch ein bisschen Zeit und es geht darum, da schaue ich jetzt mal ein bisschen auf den Zettel, damit ich da nichts falsch erzähle und nichts vergesse. Es geht darum, dass ausgezeichnet werden können mit dem Fassadenpreis beispielhafte Ergebnisse fachgerechter Erhaltung oder Wiederherstellung von Fassaden, hervorragende Sanierungsleistungen vorhandener Gebäudesubstanz, vorbildlich gestaltete Fassaden bei Neubauten oder auch sorgfältig ausgeführte Baudetails und Konstruktionen, überzeugende Gestaltung und ästhetischer Anspruch, also wenn die handwerkliche Qualität und das Erscheinungsbild eines Hauses in Verbindung mit dem angrenzenden öffentlichen Raum besonders ins Auge fällt. Es geht um die Qualität von Freiräumen, um die Gestaltung des Wohnumfeldes eines Gebäudes oder auch um die Berücksichtigung sozialer oder stadtökologischer Erkenntnisse, also zum Beispiel Begrünung, wenn sie auch einen besonderen ästhetischen Gesamteindruck erzeugt. All das sind Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Es gibt auch wieder einen Sonderpreis in der Kategorie Energieeffizienz. Da geht es darum, die Verbindung von Architektur einerseits mit der Nutzung erneuerbarer Energien und Techniken, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu erhöhen, das unter besonders vorbildlicher Qualität. Und wie immer können sich Bauherren bewerben auf diesen Preis, die ein Bauvorhaben innerhalb des Stadtgebiets Jenas, das ist Bedingung, es muss in Jena sein, abgeschlossen haben. Es kommt dabei aber nicht auf die Art der Nutzung des Gebäudes an, das ist egal. Und es muss auch nicht zwingend in diesem Jahr fertiggestellt sein, aber es muss in Jena sein. Ja, und da die herzliche Einladung an alle Bauherrinnen und Bauherren, für die das in Frage kommen könnte, bewerben Sie sich gern. Die Jury ist sehr gespannt auf Ihre Bewerbungen und ich bin gespannt, wer am Ende dann hier als Preisträger vom Platz geht in diesem Jahr. Ja, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen wie immer ein angenehmes, ein erholsames Wochenende. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächste Woche Freitag an dieser Stelle dann wieder. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.